Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels. Ihr seht, wir fangen hier bei 16 an und ich habe nicht viele Level, also erstellt mir bitte weiter Level, wenn ihr dieses Format weiter behalten wollt, unter dem Namen Daniel P. einfach. Und bevor dieses Video jetzt endgültig startet, muss ich noch was ganz Wichtiges loswerden, und zwar, Floß ist ein Kevin. Er hat mich darum gebeten, es zu sagen, ich habe es nicht vergessen und ja, hier hattest du's. Also fangen wir jetzt auch an mit Daniel P. vor B1J von XXS04EckXX. Ja, den Namen werde ich jetzt nicht noch anders vorlesen. Auf jeden Fall. Hey Dani, 4B, ein J steht für 4 Bilder, ein YouTuber. Du hast jede Runde 4 Bilder und musst dann rausfinden, welche YouTuber gemeint ist. Ah, 4 Bilder, ein Wort. I see what you did there. Hey Dani, das ist mein erstes Level für dich. Viel Spaß. PS, bitte erspringen, wenn du über der richtigen Antwort stehst. Okay. Pferd, TNT, Gun und Cola. Dena, Unge oder Revi? Das ist doch eindeutig der lieber Dana. Aha. Dargestellt war Fair TNT, Gewehr, GTA und Co. Coke TV. Aha, gut. Löst du sogar noch auf? Ah, das ist ja einfach. Debito LP, Zombie oder German Let's Play. Natürlich German Let's Play, beziehungsweise German Let's Fail, also der Kanal. Löschung. Dargestellt waren Jacke, Tumor, Maske, Controller. Ja, das war zu einfach. Bett, Mann, Waffe, Tafel. Sturmwaffel, Herr Bergmann, Paluten. Das ist natürlich der liebe Herr Bergmann. Dargestellt war Minecraft Bed, Bed Wars, Halpibitscha, Gewehr und Schultafel. Dass er GTR macht, weiß ich gar nicht. Egal, jetzt macht das. Okay, jetzt geht's wieder hoch. Achtung! Mine! Scheiße! Ich sehe sie nicht! Ich sehe sie nicht! Jetzt noch ein kleines Quiz. Wie heißt Gronkh mit bürgerlichen Namen? Gregor Onk oder Erik Range? Natürlich Gregor Onk, ist doch klar. So, richtig? Wer war bei der TV Total Bock WM mit dabei? Ayblah, die Außenseiter, Bibi und Jan, Apecrime. Dena, Joyce, Kelly, Liv Lloyd und Sarata. Und Kedos war vor Ort, aber der war nicht dabei. Vielen Dank fürs Spiel. Vielen Dank fürs Spielen. Ich weiß, dass die Grafik schlecht war. Aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ja, es finde ich richtig cool. Also, sowas könnt ihr öfter machen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin Fan davon. Weiter geht's mit Dani P. Schaukin von Leon Like a Bommes. Hallo Dani, dieses Level enthält ein süßes, kleines, ruhiges, actiongeladenes Blut und eine höllische Schaukel. Viel Spaß. Okay. Oh mein Gott. Was muss ich machen? Ah, ich muss da wahrscheinlich ran. Meine Pisse gelebt. Ich hab eine Brücke, ich mache eine Brücke, ich mache eine Brücke. Nein. Wie komme ich denn da ran? Er kann sich doch kaum bewegen, dieser arme alte Mann. Hui! Fahr nach vorne, fahr nach vorne. Warum kannst du nicht nach vorne fallen? Du musst nach vorne fallen. Gib alles, was du hast. Ja, nein. Ja! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Weiter geht's mit Daniel P. Cookie Quiz. Cookies von Mama YouTube. Hey Danny, what's up? Es ist schon wieder Montag. Hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt what's up? Sorry, muss das sein. Das ist eine Krankheit. Es ist ein kleines Cookie Quiz. Cookies. Das ist auch eine Krankheit. Hoffe, es gefällt dir. Bauzeit 3 Stunden. PS. Ist mein erstes Level. Ist mein erstes Mal mit den Editor. PBS sagt mir, was ich besser machen soll, ob ich mehr Level machen soll, bitte. Ja, okay, mach ich. Hey Dani, what's up? Das ist ein kleines Quiz über Kekse. Viel Spaß. Check mal unten. Frage: In welchem Land den Kekse am beliebtesten? Ich mag Melonen. Oh. Nehmen wir England. Ich stecke eh schon fest. Au. Ich kann nichts dafür. Ich steckte fest. Ich war fest. Ich hätte aber auch Amerika gesagt, weil es ist Amerika, das ist Fastfood am besten und jede Süßigkeit. Richtig, am beliebtesten sind die American Cookies, klar. Du darfst jetzt einen Checkpoint benutzen. Yay! Wer ist die Firma, die in Belgien am meisten Cookies produziert? De La Croix oder De La Hexe? Ich kaufe immer von De La Hexe, ist doch klar. Ach, Glück. Richtig, die Firma De La Croix ist nicht für Cookies da. Ab hier darfst du den zweiten Checkpoint benutzen. Perfekt. Weiter, wie viele Kekse sollte man, wenn man nicht Dani isst, am Tag maximal essen? Ich würde sagen 8 bis 10. Aber wer isst so viele Kekse? Ich dachte natürlich. Wow. Ich dachte, du hättest 10 bis 12 genommen. Ja, du hast ja gesagt, wenn man nicht Dani isst. Danis dürfen ja Tausende. We all love cookies. Cookies! Aua. Me too. Cookies!
Electrains. Nein, 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 nein! Frage. Zwei Fragen noch. Was für ein Schneideprogramm hast du und soll ich mehr machen? Ja, mach gerne mehr und ich benutze zum Schneiden Camtasia 7. Das ist nicht das beste Schneideprogramm, aber es ist einfach zu bedienen. Sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Und ein bisschen Werbung, auch gut. Danke fürs Spielen. Weiter geht's mit Daniel P. Hey! Von XX Anonym XX. Ein kurzes, knackiges Level. Und der Bär ist wunderschön. Denk immer dran. Ja, der ist wunderschön. Er ist wunderschön. Hier war. Oh. Trollalala. Ja, ich mochte den Sohn eh nicht. Ich hab 9. Sorry. Kann ich da nicht weiter? Warte. Ah, nee, da muss ich warten. Ha. Timmer! Oh Gott. Au. Darf ich bitte. Au. Dürfte ich bitte noch. Au. Das tut weh. Es tut schon bei dem sehr weh. Hier warten? Niemals. Kannst mich mal. Ob ich da warte. Haha, kannst mich mal, ta da 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 da. Wow. Perfekt. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Oh mein Gott! Was steht da? Ich sehe es nicht. Oh mein fucking Gott! Das ist die falsche Seite. Nochmal! Ich will nochmal, Mami! Nochmal! Nochmal! Unsichtbare Wand! Wo muss ich denn hin? Woo! Yeah! Warte! Was steht da? Papa, da war ein Bär! Stör mich nicht! Ich bin ein Bär! Woo! Wo ist ein Bär? Ich will auch einen Bär sehen. Ich sehe keinen Bären. Er hat gesagt, der Bär ist wunderschön. Ich will den Bär sehen. Ich hätte den Bären gesehen. Oh Gott, ist der schön! Der ist so wunder, wunder! Oh mein Gott, ein Abgrund. Nein, ich will zu den Bären. Danke, ich hätte den Abgrund. Ist mir doch egal. Jetfall! Wer hat bitte hier ein Jetfall installiert? Komm, Fahrrad. Liebesfahrrad, weiter. Warum bin ich tot? Ich verstehe es nicht. Eben habe ich noch gelebt. Und jetzt bin ich tot. Und mein Sohn, er ist auch tot. Eben hat er noch gelebt. Und jetzt? Jetzt lebt er nicht mehr. Was ist der Tod? Ist der Tod das Ende? Oder der Anfang eines Endes. Wer weiß? Wer weiß? Autsch. Es ist auf jeden Fall das Ende. Nach drei Versuchen, obwohl ich das Level eigentlich cool finde. Eins. D nein. Nein, 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 nein. Okay, töte meinen Sohn. Ich bin bereit. Töte ihn. Timmy! Blöder Timmy. Ja! Nein. Irgendwie ja nicht, ne? Timmy! Timmy! Darf ich bitte weiter? Ich möchte bitte weiter. Ich habe schon keinen Sohn mehr. Also will ich wenigstens weiter. Okay, das war jetzt wieder schwierig. Obwohl, ja, es ging dann irgendwann doch, aber am Anfang war es auf jeden Fall sehr schwierig. Unsichtbare Wand. Unsichtbarer Bär. Oh yeah, der unsichtbare, unsichtbare Bär. Oh genau, da bin ich gestorben. Stimmt, da war ja was. Weil sollte ich das nicht kaputt machen? Ist das eine gute Idee? Das ist eine tolle Idee, Daniel. Mein Gott, bist du intelligent. So, töte bitte meinen Sohn. Töte ihn schneller. Töte ihn. Töte ihn. Töte Tim. Wie ist das jetzt passiert? Ich will dieses Level schaffen, weil das Level irgendwie cool ist. Timmy, ich behalte dich am Leben. Nee, ich will das nicht. Ich will nicht, dass er stirbt. Ich konnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich brauche ihn noch als Puffer. Oh Gott, nein, nicht der Kopf. Nicht der Kopf. Timmy, geh weg. Timmy, geh weg. Ohne Timmy wäre alles viel besser gewesen. Hätten wir ihn doch opfern sollen. Warum opfern wir ihn nicht? Wir lassen ihn wieder abschlagen. Hat nicht ganz geklappt. Schade. Es fehlt mir noch ein bisschen am Feingefühl. Jetzt. Ja, wir kommen der Sache schon näher. Jetzt. Ja, das geht doch. Das reicht. Das ist okay. Ich hoffe, so kommen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Das müsste zu schaffen sein, so. Obwohl, ja, es ist scheiße mit dem Rad. Noch ein kleines Stück. So. Nein, das ist schon wieder auf den Reifen gegangen. Noch ein bisschen. So.
Ja, so. Mensch, das läuft doch wie geschmiert. Wie geschnitten Brot läuft das. Es läuft einfach perfekt so. Da, 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 da. Oh yeah. Oh. Oh, yeah. Oh yeah, Oh yeah. Ey, warte, es geht. Victory! Bam in your face. Weiter geht's mit Dani P. WWW von Rico Bob MC. Hier ist ein sinnloses Level. Bitte gib mir 0 Sterne. Cookie. Okay. Ja. Dani P. Schaukelschiff von Paluten Dena Tadel Adi. Hey Dani, Levelerklärung. Obere Maustaste nach vorne. Untere Maustaste nach hinten. Die letzte Bounce oben rechts dauert länger, bis du die kriegst. Wenn die andere Münze nichts erwischt, dann hältst du dich falsch fest. Sehe das als Victory. Viel Spaß. Da, 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 da. Also bitte mit beiden Händen am Boden fest. Made by. Dann kann es schaffen. Wurde von Dani vorgesehen. Okay, wurde getestet. Ich schaff das. Das ist so eine Schiffschaukel. Ich mag Schiffschaukel. Mögt ihr auch Schiffschaukel? Ich mag Schiffschaukel. Die sind cool. Oh, ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich hätte mich vielleicht genau in der Mitte festhalten müssen, ne? Das wäre irgendwie logischer gewesen. Aber ich schaff das. Ich schaff das auch so. Ich brauche keine Mitte. Wir brauchen nur genug Schwung. Ah, sieht schön aus, finde ich. Ja, mit den Hintern. Ich sammle meine Münzen immer mit den Hintern ein. Und ihr so, Freunde? Oh yeah, sieht voll unbequem aus irgendwie. Aber wenn er drauf steht, ich meine, jenen das seine, das ist auch meine. Und die letzte will ich auch noch mit den Hintern gleich bekommen. Das schaffe ich. Ich bekomme die sowas von gleich mit den Hintern. Wenn ich einen Überschlag machen muss, ist mir sowas von egal. Nein! Hintern Power aktivieren! Wenn ich muss ich mich gleich weiter vorne festhalten. Lass ich mich kurz fallen. Ich versuch's nochmal. Hat er gesagt, die letzte dauert ein bisschen. Ja! Mit den Hintern! Mit den Hintern ins Ziel! Bam! Weiter geht's. Das war cool. Weiter geht's mit Dani P. Schwimmer vom PewDiePie. Hey Dani, ich hab mir mal gedacht, dass ich wieder ein Level für dich mache. Diesmal geht's Schwimmer. Boah, seit 7 Stunden. Viel Spaß. Yay, ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Wasserrutsche! Meine Wasserrutsche. Abspringen. Oh. Wer hat es dir gefallen? Ja, war süß. Dani P. Essen retten von Leon Like a Pommes. Hallo Dani und andere. Ja, ich mal wieder. Ich, nur ich, der große Leon Like a Pommes. In diesem Level musst du Dani P., die Lebensmittel im Korb der Frau bis zum Ende des Levels bringen. Schaffst du das nicht, musst du das Level leider neu starten. Nein, mach ich nicht. Hallo Dani. Oh, Kekse. Ich habe jetzt schon verloren. Ich mal wieder, bring die Lebensmittel. Am Ende, zum Ende es lauern aber viele Gefahren. Also los. Ach ja, der Cookie bringt extra Punkt. Ein Punkt, also los. Fahre langsam. Da, 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 da. Sind die Zahnstocher? Nein, es sind nette, spitze Sachen. Hui! Au! Also, ich will ja nichts gegen euch sagen, ne? Aber warum sagt ihr immer, ich wäre die fette Frau? Das ist jetzt irgendwie. Also, ich fühle mich manchmal ein bisschen beleidigt dadurch. Also, ab und zu, weil ich habe auch nicht solche Medusa-Haare, aber ist okay. Ich meine, ich weiß, dass ich wunderschön bin. Das braucht ihr mir nicht immer sagen, aber. Und. Sprung des Todes. Alter, warum fährt das nicht? Scheiß Ding. Trollalalala, der Boden ist verhärtet. Fahr ich noch? Fahr ich noch? Bewege ich mich noch vor? Ich weiß, war der nie, ob ich mich noch vorwärts bewege. Irgendwie. Jetzt bewege ich mich vorwärts, ne? Bewege ich mich vorwärts? Wie lang ist denn dieses Level? Werfe die Lebensmittel und irgendwo wie in die Klappe des Baba, wer keine mehr hast, hast du verloren. Ich habe noch welche. Analyse bereit. Nimm die Cola! Nimm die Cola! Klappe. Nimm die Cola! Objekt erkannt. Starte Weiterfahrt. DC GmbH, Dalis Cookie Analysator. Yay, Cookies! Danke fürs. Fahr jetzt mal, Niki. Danke fürs.
Da ist er zurückgeschoben. Danke fürs Spielen des Levels. Ich mache echt gerne Level für dich, Dani. Oh, weil dich jedes Mal schlapp lachst und das reicht mir für. Oh, die hinein, wie es immer spenden kannst, natürlich auch auf die Kontonummer. Spaß. Ich würde das gerne erweitern, aber schon weiter freuen. Ich, natürlich freue ich mich. Auch wenn ich schummle nicht jedes Mal. Dani P. Keks Don't von SBJKBIOAFEHEF. Oder auch. Move. Sorry, dass kein Stummy dabei ist, aber trotzdem viel Spaß. Don't move, ja. Ja, wir genießen das einfach und ich trinke einen Schluck Rockstar. Mmh, Rockstar. Es schmeckt so gut. Kauft euch alle Rockstar. Rockstar. Leute, ganz ehrlich, ich warte immer noch auf den Tag, wo ich gesponsert werde. Rockstar und American Cookies. Mein Traum hat wahr. Dann wäre ich doch nicht mehr drauf. Danke für das Level. Ist ja schon vorbei. Dani P. Miau von Wasserkatze. Miau. Hey Dani, was soll ich hier schön schreiben? Kekse! Kekse ist immer gut. Hey Dani, warum hier gibt's... Hi Dani, warum gibt's hier keine Doppelpunkte? Zurück zur Sache. Das ist ein... Das erste Level, das ich je gebaut habe. Und weil du den Poketypen doch so magst. PS-Kekse. Ich hasse euch auch alle. Ihr seid scheiße. Ich deabonniere euch, nachdem ich euch abonniert habe. Bäm. Und auch wenn ihr keinen Kanal habt. Nicht reinspringen. Okay. Wahrscheinlich muss ich doch reinspringen. Das ist irgendwie dann so ein Troll. Lololol. Ich weiß nicht, ihr verarscht mich doch alle. Ihr hasst mich. Ich hab gedacht, ich spring genau in das eine Loch rein. Ihr kennt das doch. Ein Loch ist in der Karte und wer springt rein? Genau, die Dani. Ach, lass den Pogo-Stick fallen. Der ist unnötig. Wie denn das jetzt schon wieder? Ist mir jetzt egal. Raupenmodus. Ich wollte ihn fallen lassen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bla 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 bla. Bla bla bla. Raupenmodus. Mach den Raupenmodus, yeah. Mach den Raupenmodus, yeah. Mach den Raupenmodus, yeah. Oh, Raupenmodus. Oh mein Gott, ich schaffe es auch rückwärts, weil ich ja so cool bin. Oh mein Gott, ist das eine Körperbeherrschung? Seht ihr das, Leute? Seht ihr diese Anspannung in seinen Muskeln? Ja! Autsch. Ey, Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich krieg's auch Kekse fürs Spiel. Soll ich mehr Level bauen? Je mehr ich baue, desto besser werden die Level auch. Ja, ich mag dich. Ich mag euch auch. Ja, baue mehr Level, aber ohne den Pogo-Typen. Das letzte Level, das ich überhaupt habe. Leute, baut unbedingt Level, wenn ihr wollt, dass es hier weitergeht. Ich sag's ja nur, au, ich hab Finger eingehauen. Dani P. Leadboar von SDJK Bio Affe Herfe. Viel Spaß. Das ist mein zweites Level für dich. Finde ich echt cool. Nee, toll. Ich mich auch. Ah, haben wir was gemeinsam? Muss ich mich daran festhalten? Ich sollte mich daran festhalten. Schaff ich. Haja! Schaff ich. Hui. Alter. Kannst du mal aufhören? Ich schau mir gleich ein Replay an. Oh ja! Oh, Gott sei Dank, ich bin so gut. Nein! Verdammt, scheiß du! Da muss ich sogar singen, so schlimm finde ich das. Oh yeah. Na okay, ich sing immer. Warte, erstmal ein bisschen Vorbereitung. Popo, popo, popo. Move your booty. Move your booty. Seht ihr, es bringt's. Das erinnert mich an, ich hatte mal so eine Murmelbahn als Kind. Hattet ihr die auch oder ist die zu uncool? Ich war wahrscheinlich zu uncool. Ich bin so alt. Also ich hatte als Kind wirklich mal so eine Murmelbahn und da ging das auch so. Und die fand ich ganz toll. Da hatte ich auch Murmeln. Da hatten wir bunte Murmeln. Oh, die waren bunt. Das war cool. Die haben geglitzert. Ja, ich bin alt. Das ist cool. Move your booty, move your booty. Komm, ein bisschen mehr in die Mitte. Ich schaff das. Weiter geht's. Ich finde das voll cool. Ich würde mich auch mal voll gern an sowas, also es gibt ja, im Hochseilgarten war ich mal. Und da gibt's zwar jetzt nicht so eine Kugel, aber da konnte man sich dann halt zum Schluss auch abseilen, da so runter. Das finde ich immer richtig cool. Ich würde mal so richtig gern so eine lange Strecke runter sliden. Aber ich sagen, das war wieder, das, was würde ich sagen? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist die wieder die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und schreibt einen Kommentar und, ja. Baut mir Level, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.